Ja, du bist wirklich erfahren und kannst trainiert werden. Tempel steht schon lange leer. Oh ja, stimmt ja. Dir könnte ich mal Bier verpassen. Wir haben dann 26 Schwertkämpfer. So ist aber trotzdem schön weiter brav den Jäger leer. So, und noch ein Erwachsener. Das heißt, wir warten bis dann in der nächsten Fuhre, bis er wieder zurück ist. Okay. Mit Bier ausrüsten, ja. Kaserne verlassen, ja. Weiter den Jäger leer futtern. Ja, so viel Geschirr wie wir haben, wir müssen langsam Geschirr verkaufen. Das macht er aber nicht er, sondern der andere. Ja, halt doch, er macht das. Weil Sven ist der Verheiratete, gell? Ja. Gut, dann fangen wir mal an. Schwertkämpfer. Mit Bier ausrüsten und Kaserne verlassen. Schwertkämpfer. Mit Bier ausrüsten, Kaserne verlassen. Noch ein Schwertkämpfer, mit Bier ausrüsten, Kaserne verlassen. Nächster Schwertkämpfer. Bier ausrüsten und Kaserne verlassen. Fünf Eisenrüstung und vier Schwerter sind es noch. Schwertkämpfer. Bier ausrüsten. Kaserne verlassen. Schwertkämpfer. Bier ausrüsten. Kaserne noch nicht verlassen. Du brauchst nämlich noch mehr Gold. Also ja, Webstube ist jetzt auch mittlerweile leer. Das heißt, sie müssen nur noch hier Schwerter und Eisenrüstungen holen und dann nur noch Gold. Okay, Sven ist auf dem Rückweg, sehe ich gerade. Ja. Das heißt, die Frau kann sich schon mal ein Kind wünschen. Und wenn er ungefähr hier am Wegweiser ist, fangen wir an mit den Kindern. Du steckst echt gut Holz hier. Ich glaube, wir beide hier unten auch. So, Sven ist am Wegweiser, also fangen wir an. So, waren das schon alle? Du ja, du ja, du?
Ja. Du auch. Gut. Oh ja, Schwertkämpfer und Kaserne verlassen. Schwertkämpfer, Schwertkämpfer mit Bier ausrüsten. Norwin? So, wie sieht es mit Schuhen mittlerweile aus? Immer noch Mangel. Wie sieht es hier unten aus? Gar nichts. Wir haben jetzt schon so viele Goldnuggets, dass er direkt einliefern muss. Ja, ja. Also kannst du ruhig hier wieder als Träger helfen, weil wir haben mehr als genug Gold. Ja gut, nach der nächsten Lieferung. Also ja, da ist der Bierbrauer direkt mit Bier versorgt, vor allem weil hier Bier voll ist. Denn das ist das schon bei unsere Träger. Ungemein. Gut. Da haben wir schon mal unsere ersten 8 Krieger. Unseren Elite-Ältesten meine ich mitgezählt. So, der kann auch einmal essen und dann können wir ihn auch zu ihnen stellen. Dann kann er ihnen mal ein bisschen Unterweisung geben. Du bist sehr erfahren und kannst trainiert werden. Ja, Gold. Gold und Holz. Jetzt müssten wir eigentlich mittlerweile einen Holzüberschuss haben. Ja, haben wir auch. Und das Gold hier unten geht uns langsam auch aus. Ja. Wo sind die beiden denn jetzt eigentlich? Ach da, direkt hintereinander.
Haftcreme brauche ich jetzt. Ja. 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 Wer soll da in Zukunft das hier machen, bitte? Also, es kommt unsere Goldproduktion echt nicht hinterher. So, Geschirr. Genau. Ja, will? Ja. Ja. Noch ein Stirnbandträger. Hoffe ich eigentlich mal, dass sie irgendwann mal wieder was anderes bringen als Gold. Du kannst trainiert werden, das ist gut. Ja, und du bringst Geschirr. Ja, ihr holt immer noch Gold. Ist noch okay. Ich kann denen leider auch keine Prioritäten geben. Deswegen mache ich das mal so. So, jetzt bringen sie auch wirklich das Zeug hier unten, weil wahrscheinlich jetzt weniger davon vorhanden ist. Ja, Eisenrüstung und Schwerter. Und danach haben sie wirklich nur noch Gold, weil das Bier kommt ja direkt vom Brauer. Ja, Sören führt sie alle an. Wir müssen wirklich gucken, dass Sören und Björn überleben. Wobei, je nachdem, wie wir uns anstellen, sollten noch mehr überleben. Wir rennen ja nicht so wie die wie Manitus Volk. Skunkatonka. Direkt rein. Ja, und Chinchillas, die Hasenfüße. Oh, was sagen Schuhe? Na, Schuhe sagen, du. Leder.